Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zum zweiten meiner Reihe Kühlschrank leer. Das heißt, ich stelle euch so ein paar Rezepte vor, die wir immer kochen, wenn unser Kühlschrank leer ist. Ich habe festgestellt, auch wenn der Kühlschrank ziemlich leer aussieht, findet man trotzdem immer irgendwas, aus dem man ein leckeres Gericht zaubern kann. Und eins dieser Gerichte, zu denen wir dann regelmäßig greifen, beziehungsweise dass wir regelmäßig kochen, wenn der Kühlschrank leer ist, ist Couscous. Das klingt jetzt zuerst nach einem Gericht, das sehr, sehr viele Zutaten benötigt und sehr aufwendig ist. Es ist ein tunesisches Couscous, aber ich kann sagen, dass dieses Couscous wirklich aus Zutaten besteht, die wir eigentlich immer zu Hause haben, und man kann hier auch selber variieren mit dem, was man denn noch so im Gemüsefach hat. Also so die letzten Gemüsereste. Außerdem mag ich an diesem Gericht, dass es von der reinen Vorbereitungszeit, Schnibbelzeit etc. ja, wirklich relativ schnell geht. Also man muss zwar das Gemüse schneiden, aber nicht irgendwie so klitzeklein, sondern wir lassen das immer recht groß und das ist auch perfekt so. Grundzutat ist natürlich das Couscous und das haben wir immer zu Hause. Wir haben einen riesen Vorrat an Couscous hier und ja, der geht eigentlich nie wirklich zur Neige. Wir benutzen tatsächlich auch tunesisches Couscous dafür. Das ist nicht dieses Instant Couscous, was man hier im Supermarkt häufig findet. Das kann man natürlich auch nehmen. Also das schon mal vorweg. Habe ich auch schon mal gemacht in einem absoluten Notfall. Dieses Couscous hier wird gedämpft. Das kann man entweder über Wasser machen oder praktischerweise auch direkt über der Soße. Also unten kocht die Soße und oben kocht das Couscous, beziehungsweise das Couscous wird gedämpft. Dafür haben wir einen speziellen Topf. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Den haben wir auch in Tunesien gekauft, aber ich bin mir ganz sicher, dass man sowas theoretisch auch hier in Deutschland bekommt. Ich höre jetzt aber auf zu quatschen und zeige euch, was alles reinkommt. Ich habe ja schon gesagt, dass man bei den Zutaten so ein bisschen variieren kann, was das Gemüse angeht. Eigentlich isst man das Couscous auch häufig mit Fleisch. Wir essen das aber immer vegetarisch. Und als Basis braucht man halt erstmal eine Tomatensauce und dafür braucht man Tomatenmark. Haben wir immer jede Menge da. Olivenöl natürlich. Und an Gewürzen kommt in die Soße ein bisschen Kurkuma und Filfesina. Auch das ist ein tunesisches Gericht. Und meine Recherchen haben ergeben, dass das Ganze Cayennepfeffer sein müsste. Also, Cayennepfeffer habt ihr vielleicht auch zu Hause. Sonst, denke ich, kann man auch Paprikapulver nehmen. An Gemüse kommt rein Kichererbsen. Die sind bei uns wirklich immer dabei, weil wir die immer in der Tiefkühltruhe haben. Genauso ist das mit Möhren bei uns. Auch die packen wir immer mit ins Couscous und Kartoffeln. Denn die haben wir auch immer zu Hause. Zwiebeln auch. Auch Zwiebeln kommen im Ganzen als Gemüse in dieses Couscous rein. Und sonst, den Rest kann man so ein bisschen variieren. Manchmal packe ich Paprika mit rein. Diesmal habe ich Zucchini gewählt, weil wir da viele von zu Hause haben. Das war es eigentlich auch mit den Zutaten, außer natürlich dem Couscous selbst. Für das Couscous machen wir zuerst die Soße und da erhitze ich das Olivenöl im Topf, also im unteren Teil dieses Topfes, den ihr eben gesehen habt. Dann gebe ich als allererstes die Gewürze dazu. Ihr seht hier wie viel, also es waren ungefähr 1,5 Teelöffel von dem Filfesina und ein kleines bisschen Kurkuma. Das Ganze lasse ich kurz heiß werden in dem Topf. Ich verrühre das gut und lasse das kurz so ein bisschen anrösten und dann gebe ich Tomatenmark dazu. Also davon gerne jede Menge, wie ihr seht. Das verrühre ich auch nochmal miteinander und dann gebe ich ungefähr ein Glas Wasser dazu. Auch das wieder zu einer Masse sozusagen umrühren. Und dann mache ich nämlich einfach den Deckel da drauf und lasse das Ganze 5 Minuten köcheln. Wenn das 5 Minuten geköchelt hat, dann würze ich ein bisschen mit Salz und Pfeffer und gebe dann noch mehr Wasser dazu. Also insgesamt gebe ich ungefähr noch 1,5 Liter Wasser dazu. Und das Ganze muss dann nochmal aufkochen, das heißt wieder erstmal umrühren und Deckel drauf und erstmal in Ruhe lassen, bis das aufkocht. Und in der Zwischenzeit können wir uns dann nämlich um das Gemüse und um das Couscous kümmern. Das Couscous selbst muss nämlich auch so ein bisschen vorbereitet oder behandelt werden. Wie ich schon gesagt habe, das Gemüse muss nicht wirklich klein geschnibbelt werden. Ihr seht hier, dass ich die Stücke alle recht groß gelassen habe und so ja, wird das eigentlich beim Couscous auch meistens gemacht. Dann kommt dieser Dämpfeinsatz da drauf, Deckel drauf und dann kümmern wir uns um das Couscous. Couscous.
Wie schon gesagt, muss das Couscous auch noch vorbereitet werden und da kommt einfach so ein Schuss Olivenöl dran und Wasser und das Ganze vermengt man da miteinander. Wie viel Wasser, da muss man so ein bisschen abschätzen, ehrlich gesagt. Also ich nehme meistens ungefähr so ein halbes Glas für 350 bis 400 Gramm Couscous und das miteinander vermischen. Das Couscous saugt das Wasser dann auf und alle Klümpchen, die entstehen, rausmachen. Und dann kommt das über die Soße drüber, ein Tuch drauflegen und dann lasse ich das Ganze erstmal für 45 Minuten in Ruhe köcheln. Nach den 45 Minuten nehme ich den Dämpfeinsatz runter und rühre einmal kurz durch die Soße und gebe immer noch so einen kleinen Schuss Wasser nach, weil die Soße sehr doll verkocht und sonst wird die hinterher zu dick. Und das Couscous rühre ich einmal kurz durch. Und dann kommt das aber alles wieder auf den Topf und wieder ein Tuch drauf und nochmal ungefähr eine halbe Stunde köcheln lassen. Und dann ist es auch schon fertig. Und was ihr da macht, Couscous raus und das Ganze mit der Soße vermischen. Und ihr werdet merken, dass Couscous saugt die Soße nochmal richtig in sich auf. Auch hier darauf achten, dass am besten keine Klümpchen entstehen. Und wir mögen es halt gerne, dass richtig, richtig viel Soße da dran ist. Wenn ein bisschen was übrig bleibt, ist das nicht so schlimm. Aber ihr seht ja hier ungefähr, wie das aussieht. Und bevor ich das Gemüse drauf mache, das sieht man jetzt hier nicht, lasse ich es auch immer noch mal 5 Minuten ziehen. Aber dann, wie ihr hier seht, wird das Gemüse oben auf dem Couscous platziert. Und fertig ist das Ganze. Ein wirklich leicht zuzubereitendes Gericht, wie ich finde. Es schmeckt extrem lecker und dafür haben wir immer alles zu Hause. Wenn euch das Video gefällt oder ihr es vielleicht sogar nachkochen möchtet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich verlinke euch hier nochmal weitere Rezepte. Schaut da auch sehr, sehr gerne vorbei oder bei einem von meinen Food Hauls. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann!